Vorstellung von Bauern. Bereit machen, 11 Bauern und die greifen jetzt die Leute da an. Bogenschützen, vorbereiten. Gut, unsere Bögen sind ungeduldig. Mit meinen Bogenschützen. Eure treuen Bogenschützen. Ey, 78 Bogenschützen, jetzt sind wir nicht. Oh, warte mal. Bogenschützen unterwegs. Wenn ihr mir erzählen willst, dass ich damit gegen die Leute hier verliere, dann kannst du mir ganz kurz. Die Männer sind guter Dinge. Wir sind einsatzbereit. Genau nach Plan. So, die Katapulte kommen dahin. Euer Befehl? Wie sieht das hier so aus? Unsere Bögen werden singen. Ihr sollt 5 neue Bögen machen. Waffen werden benötigt, Sire. Ja. Gebt uns nur ein Ziel. Ich glaube nicht, dass die benötigt werden. Ich finde mich eigentlich ganz ausreichend gerüstet. Wir werden angegriffen. Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Kümmert ihr euch ruhig einen Bauern da hinten. Wir sind eure Leute. Wir greifen nochmal hier an. Pfeile los! 5 Stück stehen. 4 Stück stehen. 3 Stück stehen. Ziel anvisieren. Oh fuck, hier greifen wir erstmal hier an. Hier. Krieg. Kommt schon, Krieg. Oh mein Gott. Macht sie alle down. Alter. Ja, Sire. Gut zielen, Männer. Okay, komm. Angriff. Okay, da kommen einen durch zu viele durch. Bogenschützen, vorbereiten. Ihr geht auf den Turm. Brechen auf! Eure treuen Bogenschützen. In Bewegung. Wie lautet der Plan? Komm schon. Und Attacke. Attacke. Haut drauf! In Vorbereitung! Ja, kommt. Und während die damit beschäftigt sind, greifen wir hier an. Und besteigen den Feind sozusagen. Ey, das geht ziemlich einfach, hm? 29 Leute, haben die keine Chance. Silverbacks Burg ist gefallen, Sire. Aber ihr Herr ist geflohen. Sieg! Dom. Hä? Erlaubte Zeit 100 Millionen. 100 Millionen, 100.000. Oh, ouch. Jetzt habe ich mich in der Schnur verheddert, weil ich mich anders hingesetzt habe. Erlaubte Zeit 100.000. Benötigte Zeit 116.000. Aber ich habe trotzdem im Countdown gewonnen. Hä? Verstehe ich nicht, okay, gut. Im Gegensatz zu ihnen wollten wir Barmherzigkeit, Zurückhaltung. Wir zögerten, wo sie nicht gezögert hätten. Wir konnten ihnen nicht erlauben zu entkommen. Ich gab Blackstaff einen Teil unserer Männer, um sie zu jagen. Er marschierte gen Osten. Ich ging nach Süden, um zurückzunehmen, was wir verloren hatten. Um den Schakal zu stoppen. Ich brauchte Verstärkung. Graf Swinefoot, Bischof Redham. Die Söhne meines alten Freundes, dem Schwein, nannten mich Sire. Erinnerten sich, was hätte sein sollen. Ihre Titel waren nicht verdient. Sie stammten von Männern, die ihr Vater getötet hatte. Er war ein treuer, ein mächtiger Mann, sagte ich ihnen. Ich erzählte ihnen von den Misserfolgen der Ratte und was ich von ihnen wollte. Und dann, wer ihren Vater getötet hatte. Ich erzählte ihnen, wie er ihren Vater tötete und sie allein zurückließ und wie sie sich rächen könnten. Ach ja, das gute alte Schwein aus aus dem ersten Teil. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, aber im ersten Teil habe ich die Mission mit dem Schwein nie fertig gekriegt. Das habe ich nie geschafft, wo man die Burg des Schweins erobern sollte, bevor das Schwein zurückkehrt. Das habe ich nie geschafft, aber gegen die Söhne werden wir gewinnen. Gegen die Söhne werden wir bestehen. Sie gingen so schnell, wie sie gekommen waren. Es war ein Test, keine richtige Schlacht. Ihre kleine Streitkraft wurde leicht von unserer neuen, mächtigen Armee besiegt. Wir sahen seine Burg in der Ferne.
Ich wusste nicht, warum er an diesem Kampf teilnahm. Und dann griff er an. Es war eine Falle. Von uns ausgelöst. Die Rückkehr einer weiteren verhassten Familie beunruhigt diejenigen, die sich an den letzten Krieg erinnern können. Aber hier bei Swinefoods Burg habt ihr endlich die Chance, den Eifer der neuen Truppen zu testen und euch gegen den zu stellen, der hinter dieser unheiligen Allianz steckt. Gewinn, der Herr stirbt. Verlieren, ihr habt keine Truppen mehr, Zeit bis zur Niederlage. Nein, keine Belagerungsmission. Nein! Warum stimmt der echt direkt auf das Schwein zu? Sind wir bescheuert? Ich würde mich eh lieber vor Schachteln neben dem und warten, bis der angreift. Ach du Scheiße, was haben wir denn da? Ein Driebock! Ah! Das ist alles. Das ist die Burg des Schweins. Oh. Was dat? Oh. Das ist die Burg des Schweins und ich habe einen Triborg, ne? Wir können hier auch einfach direkt frontal angreifen. Ich würde es mal ganz beschissen sagen, ich baue mal das Ding auf. Triborg auf. Blub, 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 blub. Oh, wie schwer das wird. Oh, warte mal. 7 Tage. Also wenn der Triborg sich ein bisschen beeilt, dann wird das hier gleich sehr leicht. Kalkuliere! Komm schon, Triborg, ein bisschen nach da. Ja, genau. Mit drin zu werfen, ist so geil. Der wird gleich sehen, wer es denn nicht kennt, der wird gleich sehen, was passiert. Batsch! Okay. Diese Burg ist verflucht, eure Lordschaft. Wir brauchen einen Heiler. Das sind doch nicht meine Truppen hier, oder? Nö, wollte gerade sagen, hä? Baumeister zu Diensten. Die Menschen hegen warme Gefühle für uns. So, dann gehen wir mal hier noch einen hin. Ein Vieh. Was ist das eigentlich? Säcke mit kranken Dechsen werfen. So, dann werfen wir hier mal ein krankes Schaf hin. Kalkulieren! Sind der Schwertkämpfer? Alter! Okay, dann werfen wir jetzt noch die da. Kalkulieren! Oh, ein bisschen kalkulieren. Hier. Kalkulieren! So, jetzt hättet ihr das nämlich mal sehen. Hier, guckt mal. Die ach so starken Schwertkämpfer. Oh, es hat nur einen erwischt. Na, auch nicht schlimm. Platsch. Okay, ich glaube, wir müssen angreifen. Das wird sonst nicht hören. Ja. Diese Burg ist verflucht, eure Lordschaft. Wir brauchen einen Heiler. Bereit machen, Piken. Abgesehen davon würde ich sagen, mal alle da auf die Mauer drauf. Und die Bogenschützen. Hauptmann, euer Zeichensire bringt sie zu Fall. Was? Was? Nein, nein, meine Karte spinnt, meine Karte spinnt, meine Karte spinnt. Hallo, hallo, meine Karte spinnt. Wir werden an. Nein, auch wieso? Euer Befehl? Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt hat meine Karte gesponnen. Okay. Jetzt was für wie lange ich nehme ich überhaupt schon auf? Eine Stunde. Gibt auf, ja, wir geben es jetzt mal auf. Ich will aufgeben. Ja. Niederlage. Nein, da stehen meine Leute in Brand. Jetzt weiß ich, warum wir da nicht durch sollten. Okay. Ich würde aber sagen, dann nehme ich, lasse ich hier erstmal kurz die Aufnahme beenden. Für eine Stunde aber aufgehen. Obwohl, komm, ich mach die Mission mache ich jetzt noch durch. Nee. Jetzt, ja, das kennen wir schon. Genau, das kennen wir auch schon. Ja, ja. Die Mission mache ich noch durch. Zumindest versuche ich es noch einmal. 1,5 Stunden ist ja auch keine schlechte Idee. Und dann würde ich sagen. Bereit machen,
Ja, was darf ich dafür haben doch. Ich glaube, ich extra für sowas da, gell, dieser Pur. Wo sind denn die Bauern? Was sind die Bauern? So. Schöner Tag, eure Hoheit. Es ist ein Gemetzel. Attacke, und du wirst unsere auf. Werkzeuge sind bereit. Gehst ein Stück her und baust dich auf. Baue Trieb auf. Sehr schön, da hatte ich nämlich jetzt das Feuer. Das Feuer hat sich dann jetzt hier erstmal aufgelöst, jetzt tue ich mit dem Triebock ein Stück angreifen, jetzt wo ich weiß, dass da Feuer ist. Ich habe die Haare immer. Das ist immer schlimm, du hast jetzt den Kopfhörer auf und ich habe etwas längere Haare. Dann hast du das bei dieser ganzen Zeit, dieses Haar in dem Ohr. Nee, hier. Kalkuliere. So, okay, die ersten Brände sind gelöscht. Muss das eigentlich immer regnen? Ich mag das nicht. Lordschaft? Kommt schon, Jungs. So, schauen wir mal, ob hier noch irgendwelche wo Brände existieren. Gibt's zum Beispiel. Pferde haben? Gibt's da sicher auch noch welche, oder? Ja, genau. Hier sind auch noch welche. Hier noch was? Hier noch was? Ja, hier ist auch noch was. Ah, sehr schön. So, der Triebock, der schießt einfach nicht mehr. Der denkt sich, nö, einmal reicht. Da kommen die Mauer, will ich wenigstens down kriegen mit dem Triebock. Dazu habe ich ihn doch. Kalkuliere! Na los! Kalkuliere! Einer noch, komm, einer noch. Bitte, 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 mach die Mauer kaputt. Ich weiß, ich habe nicht viel Zeit, aber ich würde gerne die Mauer Schrott machen. Dann muss ich mich nicht mit meinen Truppen da reinrennen. Ey, wisst ihr schon. Wo ist denn der... Wo ist denn die Ratte? Da ist die Ratte. Quatsch, der Schwein. Da ist der Schwein. Kalkuliere! Kalkuliere! So, jetzt tue ich die Truppen da noch wegmachen. Die Mauer ist ja offen. Moment, ich schaue mal ganz kurz hier, wen hat's erwischt? Ah, äußerst schön, den hat's erwischt und die werden nicht. Braucht ihr etwas? Ja, ich hätte gern hier noch ein bisschen was. Kalkulieren! Sieht's hier aus? Das scheint die gar nicht zu interessieren, okay. Wir sind einsatzbereit. Gebt uns etwas zu dann tun. Dann tue ich immer noch einen Stein draufkloppen. Kalkuliere! Das sollte sie eigentlich etwas mehr jucken. Na komm. Der verfehlt natürlich. Okay, jetzt müssen wir loslegen. Nein, Quatsch, wir legen mal weiter hier los auf die Leute hier. Kalkuliere! Und wir legen los hier. Ich diene euch gut. Die Bauern. Morgen, Chef. Rennen einfach mal munterstrackig vor. Euer Befehl? Außer den Bogenschützen. Rennt alles auf die Ratte zu. Wir kommen in Frieden. Wir werden angegriffen. Und die Bogenschützen werden singen. Kümmern sich um die Leute hier. Pep, 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 pep. So, der da. Lass sie fliegen! Feuer! Weiter, weiter, weiter! Oh mein Gott! Bereit, Sir. Huch, jetzt verzieht er mal nicht ständig gerade. Auf die da, los, komm, schnell, schnell, schnell! Der da! Und der da! Jeder Pfeil muss treffen! Und der da. Wieso hat man in seiner eigenen Burg Feuerfall? Das ist total beschissen. Es geht los. Wer macht denn sowas? Marschieren, Männer. Komm schon, schnell. Wir schnell. Bewegen uns. Hier lang, hier lang, hier lang. Feuer! Schnell, schnell, schnell hier auf den Typen drauf. Komm. Pfeil muss treffen. Nein, auf den hier. Feuer frei! Ja, genau. Komm schon, alle Truppen auf den. Naja. Niemand kommt vorbei.
Ja, los, komm. Wir kümmern uns darum. Oh, das wird nichts, das wird nichts. Okay. Das wurde absolut nichts. Der Herr stirbt. Okay, mal was sagen. Nochmal. Die Rückkehr einer weiteren verhassten Familie. Okay, das waren eindeutig noch zu viele Leute. Ich muss mich mehr um die Leute auf der Mauer kümmern. Das sind zu viele, die mich da noch angreifen können. Okay, gut. Triborg, unsere Werkzeuge nach hier. Sind bereit. Und wenn ich die Triborg nach hier hole. Den ersten Bauern renne ich nach da. Den nächsten Bauern renne ich nach da. Mit dem Bauern renne ich nach hier. Und die Bauern rennen nach da. Oh, ein Befehl. So, jetzt baue ich dich da auf. Totes Vieh. In die